haben wir ihn ein bisschen. Wie kann ich helfen? Also ja, wenn wir so gucken, ich krieg noch einen Level ab. KG nicht. Aber Dawn kriegt noch eins. Mikonia nicht. Safana kriegt noch eins und Nera kriegt noch eins. Und Nera kriegt ihrs bald. Also als nächstes. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier hätten wir einen Zufluchtsort zum drin schlafen. Ihr seid keine Hirngespinste. Dradel. Ich hätte keine Zeit mehr damit vergeuden, mit Hirngespinsten zu sprechen. Ich bin keine Gespinst. Kann es sein, nach so langer Zeit bei der Klinge von Selun, ich bin gerettet? Kenne ich euch, mein Herr, gerettet? Braucht ihr Hilfe, mein Herr? Wer seid ihr? Sprecht schnell, bevor ich euch meine Klinge die Möglichkeit dazu nimmt. Kenne ich euch? Mich kennen? Das bezweifle ich sehr. Wie habt ihr mich gefunden? Haben euch die Schnattern 12 gesandt? Oder war es vielleicht Golodon, der Entmannte? Wie bitte? Ich habe noch nie von den schnatternden 12 oder auch diesem entmannten Burschen gehört. Sieh nun, wie lange ich schon hier bin. Ich hätte Baldur niemals auf dieser verfluchten Reise begleiten sollen. Warum passiert das alles? Wer sonst hat euch geschickt, wenn nicht die Augen meiner Herrin? Männer von Tiefwasser, ein Gelehrter und Archäologe, wurden ausgesandt, um Artefakte von Baldurans Schiff zu bergen. Wir sind auf eigene Faust gekommen, auf der Suche nach Abenteuern und Reichtum. Ich bin nicht befugt, den Namen oder die Motive meines Auftraggebers zu diskutieren. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Sind wir mal ehrlich und sagen Menders. Ich würde schon gern zurückgebracht werden, aber ich... Mir wohl kaum ein Artefakt. Könnt ihr uns erzählen, was auf Baldurans letzter Reise geschehen ist? Werdet euer Selbstmitleid bei euch, alter Mann. Von mir habt ihr kein Mitgefühl zu erwarten. Na, fragen wir ihn mal nach Balduran, lieber. Wir segelten mit 200 Mann zum fernen Ankorum. Die Hälfte unserer Brüder ließen wir tot an den Ufern des goldenen Landes zurück. Doch Balduran war ein unverbesserlicher Abenteurer. Er rang einem König ein Vermögen ab als Lösegeld für den verfluchten Fürsten von Ankorom. Wir wurden zurück auf unser Schiff verwiesen und von ihrer Küste verbannt. Die Macht des verfluchten Fürsten verfolgt mich noch immer. Diese Scheußlichkeiten da draußen sind das Produkt unseres Tuns in Ankorom. Der Wind, der uns nach Hause trug, war ein bitterer Wind und wir konnten uns unseres neu gefundenen Reichtums nicht erfreuen. Diese Insel entdeckten wir ja zufällig und wir gingen vor Anker, um unsere schwindenden Vorräte an Trinkwasser aufzufüllen. Ich führte die Landexpedition, während Baldoran sich mit dem Rest der Mannschaft daran machte, die Segel zu reparieren und nach frischer Nahrung zu fischen. Meine Truppen waren gerade aus der Hörweite des Schiffes, als der Fluch seine Wirkung hat. Das Blut befleckt noch immer meine Gewänder. Heraus damit, Mann, was ist passiert? Entschuldigt, dass ich euch unterbreche, doch eure Gewänder sieht ausgesprochen sauber aus für meine Augen. Vielleicht könnt ihr euch ein Lätzchen dabei helfen, diese unansehnlichen Flecken zu vermeiden. Das Gewand sieht sauber aus. Nein, ich kann es fühlen, es bedeckt mich. Ah, na gut, was habt ihr gesagt? Ihr seid verrückt. Hört auf zu schwafeln und bringt eure Geschichte zu Ende. Na gut, was habt ihr gesagt? Sie haben sich natürlich verändert. Es ist so plötzlich. Wir sprachen gerade darüber, was wir vorhaben, wenn wir zu Hause ankommen. Galan starb als erster, seine Kehle aufgerissen von einem der veränderten Männer. Natürlich konnte ich nicht sagen, wen getötet hatte, denn in ihrer veränderten Gestalt waren sie nicht zu identifizieren. Ich griff nach dem Zauberstab, den ich in meinen Gewändern trug, doch die abscheulichen Gestalten waren zu schnell. Von den 10 Matrosen meiner Truppe waren 7 Lykanthropen. Wir hatten keine Chance. 2 von ihnen sprangen mich an, während sich die anderen an den Leichen der anderen Matrosen gütlich taten. In meinem Zauberstab warf ich einen Blitz und tötete einen von diesen Gestaltwandlern. Der andere Wolf traf mich voller Kraft. Ich wurde gegen einen Baum geworfen und bekam nichts mehr mit. Einige Stunden später wachte ich in der Finsternis. Zuerst glaubte ich, ich sei tot. Doch die Schmerzen in meinem Kopf, als ich aufzustehen versuchte, belehrten mich eines Besseren. Überall war so viel Blut, so viel Blut. Die Leiche des Lykanthropen, die ich getötet hatte, lag einen Meter entfernt von dem zerfetzten Körper von Galan. Mir wurde beim Anblick meines so grausam getöteten Freundes übel.
Ich sprach einen der wenigen Zaubersprüche aus, die ich noch hatte, und zwar Unsichtbarkeit, in der Hoffnung, dass die Lykanthropen, sollen sie mich wittern, glauben würden, dass sie nur Leichengeruch wahrnehmen. Unter Schmerzen schleppte ich mich zurück zum Strand. Das Schiff war halb versunken in der Brandung. In seiner Seite befand sich ein großes Loch, als ob ein Riese ihm zornig einen Faustschlag versetzt hätte. Auf dem Deck schwellte ein Feuer und im Licht konnte ich die Leichen der Mannschaft sehen. Ausgenommen und aufgehängt, als wären es Fleischstücke. Angewidert und verzweifelt schleppte ich mich zurück in den Wald. Der Morgen kam und ich erreichte dieses alte Dorf. Diese Hütte war in der sandigen Erde versunken und ich kroch hinein, um mich zu verstecken. Mit meinem letzten Zauberspruch verbarrikadierte ich den Eingang. Nach kurzem unruhigen Schlaf schaffte ich es, die Stelle zu finden, wo die Hütte in diese Höhle gebrochen war. So habe ich überlebt. Mit Hilfe des Wassers dieses Baches und indem ich mich von sonderbaren blinden Fischen, die in den ruhigen Teichen dort unten leben, ernährte. In diesen 300 Jahren war mir Selune wohlgesinnt. Sie hat mir einige Zauber und Schutzsprüche gewährt, mit denen ich mein unseriges Heim besser schützen kann. Ich habe diese Höhen seit vielen Jahren nicht verlassen, da ich nicht mehr die Kraft habe, mich lange zu verteidigen. Vielleicht könnt ihr dem abhelfen. Ja, auf keinen Fall. Wir sind nicht eure Lakaien. Naja gut, er fragt nach Hilfe, nicht wer befiehlt es uns. Wenn ihr uns dabei helft, die Lykanthropen zu bekämpfen, werden wir euch helfen. Nehmen wir das mal. Gegen die kräftigen Lykanthropen kann ich euch eigentlich nicht beistehen. Dieses Amulett wird die jüngeren Lykanthropen jedoch davon abhalten, euch anzugreifen. Zum Ausgleich für diese Hilfe muss ich euch um einen Gefallen bitten. Sprecht weiter, mein Herr. Wir stehen euch zur Verfügung. Wahrhaftig, ich stehe in eurer Schuld. Das Lager der Lykanthropen befindet sich auf Baldurans Schiff. Mein Zauberbuch befindet sich ebenfalls dort. Mit ihm bin ich ein mächtiger Magier. Ohne es bin ich nur der armselige Mann, der vor euch steht. Die wenigen Schutzwälle, die ich errichtet habe, sind Mitleidsgaben von Selune. In meiner Angst und Einsamkeit habe ich mich an die Göttin gewendet. Vielleicht ist meine lange Gefangenschaft nur eine Strafe, die mich der Göttin würdig macht. Ich schweife ab. Wenn ihr mein Zauberbuch wieder erlangt habt, kann ich vielleicht einen Weg von dieser Insel finden. Wenn ihr geht, um das Lager der Lykanthropen zu zerstören, bitte ich euch, mein Buch zu suchen. Wo auf dem Schiff ist dieses Buch wohl zu finden? Mein Zauberbuch ist in einer Truhe in meiner Kabine. Die Kabine befindet sich neben der von Baldoran auf der Ebene direkt unter den Decks. Bitte beeilt euch, dieses Amulett ist alles, was ich euch als Schutz gegen die Lykanthropen mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr euch ausruhen möchtet, hoffe ich, dass mein bescheidenes Heim euch dienlich sein kann. Also ja, wir haben ein... Wer hat's gekriegt? Wolfsbann-Amulett. EDW gegen Lykanthropen und Schadensbonus gegen Lykanthropen. Ja. Ihr braucht nur machen wir das mal so. Dradels Rezeptbuch. Die Rezepte und Grübeleien von Dradel von Tethir. Vorab, ein prächtiger Kugelhof bringt Freude in den Tag. Die Rezepte dieser Sammlung wurden von mir allein verdacht und daher können die Zutaten ganz nach meiner Lust und Laune abgewandelt werden. Es ist auch gut mit Tullkirschen, ein einfaches kleines Gericht für einen verregneten Nachmittag. Zutaten: Weizenmehl, die Eier eines Seevogels, ein Esslöffel vom Weißkappenpilz, zum süßen Obst nach Wahl, ein paar Tullkirschen. Wie den Teig für ein normales Brot zubereiten, aber weniger lange aufgehen lassen. In einem gut geheizten Ofen backen, dabei mit Blättern abdecken. Der Kuchen ist nach einer Umdrehung der Sanduhr fertig. Anmerkung für mich, nie wieder essen, außerordentlich giftig. Denk an die schreckliche Woche auf den Küchenboden. Dradels Gemüseüberraschung. Ein Gericht, das sich erstaunlicherweise als essbar erwies. Nicht als alltägliches Gericht für jeden Tag über 300 Jahre zu empfehlen, da es zu Verwirrungszuständen führen kann. 2 Tassen kaltgepresstes Olivenöl aus Nessaril und eine große, feingehackte Zwiebel in einen Topf geben. Die Zwiebeln bei mittlerer Hitze zu dünsten, bis sie glasig wird. Jeweils 2 zerkleinerte Möhren und Stangensellerie hinzugeben, weitere 3 Minuten brutzeln lassen. Nun 1 Liter Wasser hinzufügen und zum Kochen bringen.
Zwei bewürfelte und geschälte Kartoffeln, eine Tasse Weißwein, ich empfehle Jahrgangswein Mystischer Rignan. Ein Lorbeerblatt, zwei gewürfelte Tomaten und gehackte Petersilie nach Geschmack hinzufügen. Zugegärt über mittlerer bis kleiner Flamme kochen, bis das Gemüse gerade noch bissfest ist. Zwei Tassen gehen. Das ist meiner Heimat sehr ähnlich. Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Naja, danke. Zwei Tassen gehackter Spinat hinzufügen und weitere 10 Minuten kochen lassen. Noch heiß servieren und mit geriebenem Käse garnieren. Anmerkung, für die von Orks bevorzugte Variante einfach alle Zutaten durch Steckrüben ersetzen. Eine Rezeptur für Lykantropie, Mutterfamilienrezept. Anmerkung, Mutters Heilsalbe hat sich als ziemlich übler Fehlschlag entwiesen. Ich sollte weitere Forschung betreiben und davon Folgendes beachten. Die Wesen auf dieser Insel sind sehr ungewöhnlich und zwar sind sie nur da. Und zwar nicht nur dadurch, dass sie in zwei Fraktionen gespalten sind. Sie sind von einem seltsamen Fluch befallen, den man nicht auf normalem Weg heilen kann. Das wurde durch die unglücklicherweise sehr gefährliche Keks. Durch die unglücklicherweise sehr gefährlichen Kekse nachhaltig bewiesen. Allerdings habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die exotische Herkunft der Ursprungszucht weist auf eine einzigartige Verzauberung hin, die ein wenig an die weiter verbreitete Krankheit des Vampirismus erinnert. Wenn man hin und wieder einen Biss erleidet, kann man die Auswirkungen abhalten, indem man Tollkirschen auf die Wunde aufträgt. Wenn man jedoch von einem dieser Wesen mit dem Hintergedanken einer Ansteckung bebissen, besteht die einzige Heilmöglichkeit vermutlich in der Auslöschung des Clanführers. Das ist natürlich nur eine auf logischen Grundlagen basierende Schlussfolgerung, da ich diesen Clanführer noch nicht untersuchen konnte. Und trotz meiner seltsamen Immunität könnte er mit seiner großen körperlichen Stärke schwere Wunden an meinem leiblichen Körper anrichten. Und ich habe uns schon ab und zu unterhalten. Allerdings ist seine Toleranz mir gegenüber auch nicht viel höher als meine Toleranz ihm gegenüber. Weitere Anmerkung für mich. Wenn ich wieder mal mit einem der Wolf-Clans Frieden schließen will, sollte ich das nicht mehr tun, indem ich ihnen Kekse anbiete. Rettung des Junggesellen. Einfaches und qualitativ hochwertiges Nudelgericht. Eine Portion Nudeln, kochendes Wasser, ein Behälter. Zutaten im Behälter mischen, genießen. Oh ja, genießen. Anmerkung für mich. Sollte die Speise vielleicht mit irgendwas anreichern, das auch einen Nährwert hat und reich an Spurenelementen ist. Oder meine Knochen werden noch ganz brüchig. Vielleicht könnte man den Behälter dazu essen. Ja, das sind die tollen Sachen. Wie ihr wünscht. Die man hier so findet. Gut. Wie ihr wünscht. Und ja, da sieht man schon das Segel vom Schiff. Also ja, ich werde jetzt erstmal die Insel erkunden. Und bevor ich hier reingehe, also ja, das hier ist Baldurans Schiff. Das wird kein schneller Tod. Also ja, ich habe jetzt gerade nicht so in Erinnerung, dass Baldurans Schiff so total im... Oh, Bären. Genau, geht weg. Für mit Vergnügen. Wie ihr braucht, nur zu fragen. So. Ach ja, und mal kurz Pause und hier mal. Okay, das war der
Umhang, das ist Durlaks Turm. Ewald hat mich gebeten aus seinem Bruder Ewand, bla bla bla. Den haben wir jetzt, können wir zurückgeben. Fatings Puppe haben wir auch. Marlins Kind müssen wir drin retten. Seenräuber durch ist Durlaks Turm, mysteriöse Insel. Der einsame Gelehrte, ja, das ist Mendas. Das war der Typ in Ulgords Bier, der mich hierher geschickt hat. Tirelas vermisster Sohn, ja.